Servus, Habitera, ich stehe, dass ihr dabei seid bei Backpacker Wilderness Outdoor Gear Channel. Heute schauen wir uns wieder einen Ausrüstungsgegenstand an, der sehr interessant ist und wo man wirklich sehr gut brauchen kann. Ja, ihr seht, ich bin auch hier gerade am Packen. Ich bin gerade, okay, jetzt geht es schon wieder weiter und jetzt geht es zum Angeln bei mir fort und ich werde das Ganze diesmal auch ein bisschen mitfilmen mal. Ihr wisst, dass ich sehr viele versicherte Touren nicht mitfilme, auch vom Wochenende, wo ich jetzt unterwegs war im Alpenvorland, filme ich relativ wenig mit, aber in nächster Zeit werde ich es auch ein bisschen mitfilmen, weil ich einfach gesehen habe, es ist sehr viel Interesse am Ganzen. Da seht ihr Backpacker Wilderness einmal von einer bisschen anderen Seite, weil ihr kennt mich eigentlich nur immer vom Wald draußen, Bushcraft, Survival und sowas und ein bisschen Outdoor. Und jetzt kommen ein paar Videos, die einfach ein bisschen weiter gestreut sind, nennen wir es mal so. Heute schauen wir uns mal einen Ausrüstungsgegenstand an, wo man allgegenwärtig braucht draußen, und zwar eine Axt. Es gibt Beile, es gibt Äxte, es gibt Macheten, ihr wisst, es gibt sehr viele verschiedene Sachen. Ich habe sehr viel hier von dem Ganzen und ich möchte einfach heute mal kurz mal was vorstellen, was meine Lieblingsaxt ist. Viele fragen sich, der Unterschied zwischen Axt und Beil ist ganz einfach. Kann man jetzt einfach mal so über den Kamm scheren, dass dieses hier mit einer Hand zu bedienen ein Beil ist. Und wenn man hier mit zwei Händen arbeiten kann, befinden wir uns bei einer Axt. Klar gibt es dann ein bisschen mehr Unterschiede teilweise. Aber im Großen und Ganzen war es das. Und genau dieses Teil hier werden wir uns heute mal genauer anschauen, weil das einfach mein absoluter Favorit ist. Ich habe das Ganze ja umgebaut, das werde ich euch auch erzählen. Ich werde das Ganze unten in der Videobeschreibung verlinken, da könnt ihr ein bisschen nachschauen. Da findet man die Ersatzstiele, wo ich dafür zum Einstielen hergenommen habe, weil ich einfach mit anderen nicht ganz klar gekommen bin. Und der ist jetzt eigentlich, ja, was heißt eigentlich, er ist perfekt an mich angepasst und ich kann wunderbar arbeiten. Will ich noch ein paar Tipps geben, auf was schauen wir jetzt vom Kopfgewicht her und so. Und schauen wir uns das Ganze jetzt einmal ein bisschen an. Ihr müsst ein bisschen entschuldigen, es liegt alles kreuz und quer hier rum. Ich bin da am Umstrukturieren gerade momentan und am Packen, weil jetzt geht es, wie gesagt, auf Angeltour. Das filme ich auch mit und es geht auf viele andere Touren. Später geht es zum Sportner bei mir, im Outdoor. Und das ist auch so was, was ich sagen mag, das für die nächste Seite ein wenig mitfilmen, das Ganze, dass ihr einfach auch mal meine Person von den anderen Seiten kennenlernt. Nicht nur die Seiten, wo ihr im Wald herumstreift, die wird beständig bleiben, definitiv. Aber meine Beweggründe dazu habe ich im letzten Video bei diesem Dachzelt-Video erklärt. Da könnt ihr mal reinschauen. Da habe ich ein bisschen einfach diese Beweggründe erklärt, warum, wieso und weshalb ich jetzt momentan ein bisschen, ja, das Ganze ausweiten möchte. Es ist nicht nur die Seiten von mir vom Wald, sondern es gibt sehr viele Facetten, wo ich outdoormäßig betreibe. Und da gehört auch ein bisschen so Reisen dazu und so. Und das werden wir uns dann auch miteinander alles ein bisschen anschauen, wie wir Videos dazu drehen. Ihr könnt dazu, ja, teilhaben. Und vorab, wenn das interessiert, Instagram, habe ich schon tausendmal gesagt, aber ich sage es in jedem Video, weil einfach sehr viele neue einer kommen. Schaut es auf Instagram, da ist sehr viel, was man hier nicht sieht. Und da gibt es auch sehr viele Informationen. Ja, jetzt nochmal zurück zum Thema, bevor das wieder abschweift. Das tue ich immer ganz gern. Wisst, gehört aber dazu. Jetzt zum Thema. Eine Axt zum Bushcraften, zum Outdoor. Keine Ahnung, wenn man jetzt in München lebt und man geht an die Isar, man macht Holz. Reicht eigentlich auch sowas. Auf das will ich auch noch ein bisschen eingehen, dann reicht das ein kleines Handbeil quasi. Mit denen kann man wunderbar draußen arbeiten. Ein bisschen Brennholz machen fürs Lagerfeuer. Ein bisschen ein Ast abschlagen. Keine Ahnung, was man heute so macht. Da reichen eigentlich die kleinen Sachen aus. Aber wenn man in den Bushcraft-Bereich einsteigt und mag ein bisschen was bauen draußen, sage ich ein Jägerbett oder man mag so Hängeschaukel bauen oder was auch immer, schaut euch meine Videos, ich habe schon so viel gebaut. Und da braucht man einfach ein bisschen ein größeres Gefährt. Ich selbst nutze diese hier am allerliebsten. Die passt mir einfach für mein Hobby und für meine Aktivitäten ist die absolut ausreichend. Das ist die, Bushman Axt von Dictum. Dictum ist eine bayerische Manufaktur, wo sowas fertigt, handgefertigt. Noch. Und das Teil ist mega, mega geil. Schauen wir uns jetzt da ein bisschen genauer an. Und ich werde euch auch erklären, wieso jetzt genau diese Größe mit diesem Kopfgewicht für mich optimal ist. Diese Bushman Axt von Dictum ist ein C60 Kohlenstoffstahl. Der hat 57 Grockel, glaube ich, was ich mal gelesen habe, so um den Dreh. Und ist für mich optimal, weil einfach die Form sehr gut ist von. Die ist für mich absolut perfekt, nicht zu groß, ja,
auch die Spaltwirkung und was man damit arbeitet, feine Sachen und so, ist für mich einfach draußen, was ich festgestellt habe, absolut perfekt. Ich habe natürlich auch andere Äxte hier, zum Beispiel sowas von Roselli. Kann man auch sehr gut arbeiten, aber ist ein bisschen anderes Anwendungsgebiet. Und auch eine ältere Axt von mir, ich habe da hinten noch ein paar, da hängt auch eine drüben, aber sowas da ist von Hulterfors. Auch mega, mega geil. Also das ist eigentlich so die Form, wo ich persönlich am besten draußen arbeiten kann. Da ist natürlich auch so, dass jeder ja, ein eigenes, wie soll ich sagen, ein eigenes Gefühl entwickelt, ob einem die Axt liegt oder nicht. Einer sagt halt, die ist perfekt, die reicht einem, die mag ich auch verdammt gern, komme ich aber noch mit drauf zurück. Aber sowas ist draußen für mich, wenn ich jetzt zum Bushcraften gehe, perfekt. Wenn ich natürlich auf kleiner Tour unterwegs bin, irgendwo reicht mir die, da baue ich nicht allzu viel. Da kann man auch sehr viel machen damit mit sowas. Auf diese Äxte gehen auch gesondert drauf ein. Aber man kennt einfach ein bisschen einen kleinen Unterschied. Aber die Diktum, diese hier, ist perfekt. Ich habe es umgebaut. Das werde ich jetzt auch gleich erklären, wie ich die umgebaut habe, dass mir wirklich persönlich von der Haptik her am besten liegt. Und was kann jetzt ich sagen zu dieser Axt? Also sie ist handgeschmiedet, das seht ihr ja hier. Deswegen schaut die ja so aus. Das macht überhaupt nichts. Ich persönlich finde das richtig geil ausschaut, richtig, richtig cool. Und der Stahl ist ja so, der ist wirklich halt wahnsinnig lang scharf. Er hält wirklich lang scharf und er ist brutal scharf. Also er ist wirklich mega scharf, Rasierklingenmesser scharf. Das können wir uns jetzt kurz anschauen. Und dann sage ich euch mal den Stiel, wie es mit denen ausschaut. Kopfgewicht 600 Gramm ist geil. Diese hier zum Beispiel hat 500 Gramm. Auch geil, auch richtig, richtig geil. Aber festgestellt einfach, 600 Gramm liegt mir persönlich sehr gut. Das war, sage ich mir, Alternative wäre 850 Gramm. Mehr soll es nicht sein. Draußen für meine Begriffe, wenn man natürlich zum Holz spalten geht und so, sollte man größere Spaltachs kaufen. Aber für das einfach, für die Tätigkeit Bushcraft an sich, einmal so Äste durchschlagen und Spitzen anspitzen und Verbindungen einschlagen und so, ist die wirklich perfekt. 600 Gramm ist für mich sehr gut. Also wie gesagt, 850 ist auch noch okay und 600 ist für mich perfekt. Da habe ich richtig gutes Gefühl, wenn ich draußen arbeite. Also da ist wirklich perfekt. Ja, jetzt zum Stiel. Das ist nicht der Originalstiel. Der Stiel und die Axt und alles, was ihr da seht, ist verlinkt in der Videobeschreibung oder heute halt auf meiner Homepage. Da ist auch das weiteste, also am weitesten alles verlinkt. Und das ist jetzt hier der Original-Schaftstiel. Ihr seht den Unterschied. Der war so lang, habe ich hier abgeschnitten, am Kopf oben, am Auge quasi. Oder Gesamtlänge dann von 55 cm. Ist dann so lang. Ich persönlich bin irgendwie nicht so richtig warm geworden mit dem Teil. Ist zwar ein schönes Holz hier, das ist Robinie mit Urushi-Behandlung, glaube ich, nennen sie das. Somit kommt die Struktur schon raus und auch die Haptik wird besser. Das ist jetzt bei dem Fall nicht, die ist jetzt nicht behandelt. Die ist jetzt nur so dunkel, weil ich mit Ballistol einreibe das Ganze. Somit ist der Stiel ein bisschen dunkler geworden. Diesen Stiel, wenn man kauft hier, diesen Ersatzstiel von Diktum, der passt jetzt natürlich nicht zu 110%. Man muss ein bisschen nacharbeiten, ein bisschen nachschleifen und das ein bisschen einfassen dann quasi. Und dann sitzt aber der auch richtig gut. Also wenn man diesen Ersatzstiel bestellt, ist dieser Holzkeil, der Mittelkeil dabei und ist oben schon eingeschliffen, also eingeschnitten, dass man einsteckt und so ein Spaltkeil noch mit dabei aus Metall. Dann schlägt man den ein und dann hält das auch sehr, sehr gut. Ihr seht einfach den Unterschied. Mir persönlich liegt es so besser. Die reicht für mich aus. So hat man natürlich weitaus mehr ja, Hebelweg. Somit hat man mehr Schwung, aber das ist absolut ausreichend. Also der Holzstiel passt, wie gesagt, perfekt. Kann sich jeder selbst überlegen, ob er so einen langen mag. Den kann man sich dann noch mitnehmen zum Fischen zum Beispiel. Ist perfekt. Ein paar Worte hier. Ich habe einmal ein Video gemacht auf dem Hauptkanal, da wo ich dieses zeige, wie man dieses bearbeiten kann, wie man was einbrennen kann. Schöne ja, Gemälde und sonst irgendwas, was man mag. Da gibt es ja Leute unter uns, die das wirklich perfektionieren und da wirklich Kunstwerke reinmachen. Also ich kann das nicht, deswegen schaut das bei mir so aus. Oder war ein wirklicher Hintergrund hier einfach, dass hier diese Fläche
wenn es halt besser wird, dass griffiger wird das Ganze. Aber das ist sowieso sehr, sehr griffig, auch wenn es nass ist. Überhaupt keine Probleme mit Lederhandschuhen sowieso. Man kann natürlich auch hier sowas nehmen, dann quasi so, bam, na Schmang. Man kann hier quasi auch so, ja, mit Heißluft seine Sachen reinmachen, wie man mag. Also da lasst euch was einfallen. Ich habe hier zum Beispiel diese Rubber Gums drum und diese Ranger Bänder. Ist einfach nur ein Schlagschutz dafür, wenn ich abrutsche, dass der Schaft um, also da nicht kaputt wird, das Holz. Weil natürlich haut man auch mal öfter daneben oder sonst, dann passiert das. Da kann man auch Paraguay rumwickeln, man kann ein Stück Leder rumwickeln. Bei mir ist halt das rum, weil das kann ich dann nutzen zum Feuer machen. Das ist sehr, sehr gut. Und so schaut das bei mir jetzt aus. Ja, da könnt ihr jetzt eine Stunde erzählen drüber, über die bestimmten Schliffe und so, aber das, ja, ist jetzt nicht Sinn und Zweck von dem, sondern es geht einfach nur um das, was ich für Erfahrungen gesammelt habe. Und ich kann sagen, das ist die beste Axt, wo ich je in meinem Leben gehabt habe. Für unseren Bereich draußen ist das das Beste. Es ist sehr teuer, muss man sagen, kostet glaube ich um die 120 Euro gut. Wenn man sich dann noch diesen Stiel dazu kauft, dann wird man so bei 150 Euro knapp liegen, aber man hat das höchstwahrscheinlich sein ganzes Leben. Außer man arbeitet jeden Tag damit, dann braucht es natürlich öfter mal, wie bei jedem Werkzeug, ist es dann einfach Verschleiß. Zur Pflege ganz kurz einmal. Es ist ein Kohlenstoffstahl, der rostet wahnsinnig schnell. Also das kann man wirklich sagen. Also von dem her, nach jedem Gebrauch mit WD-40 einspülen, einfach fertig, dann rostet hier nichts mehr. Und in Stiel mache ich mit Ballistol hier. Den tue ich alle 3 Monate einmal einfach hier mit den Lappen einreiben. Quasi so und fertig das Ganze. Dann ist wieder desinfiziert und wieder schaut wieder gut aus und dann passt es auch. Zum Schleifen kann jeder auch für sich selber machen. Ich habe immer noch meinen Workshop hier mit den Schleife einfach kurz drüber, weil ich einfach per Hand, wenn ich schleife, sehr lange brauche. Und ihr seht es anhand von meiner Ausrüstung, Messer und alles, brauche ich da einfach zu viel Zeit. Von dem her geht es schnell drüber, raus und fertig. Und man kriegt da auch gute Gebrauchsschärfen drauf. Und man schaut, ich habe immer ein wenig Papier drunter. Und das geht es aber eigentlich auch gar nicht. Sondern einfach nur zum Demonstrieren quasi. Das, also es ist für eine Axt, ob da ist abgeschnitten, für eine Axt absolut ausreichend. Man kann das wirklich schleifen, dass man, kann es euch jetzt gar nicht zeigen, ganz fein oberschneiden kann. Aber ihr habt schon gesehen, die schneidet schon wirklich gut. Natürlich ist der Vorführeffekt ganz klar. Sie schneidet wirklich sehr, sehr gut. Also das ist überhaupt kein Problem. Das ist einfach nur mit dem Workshop jetzt ein bisschen drüber. Und somit kann man sie dann auch rasieren. Ohne Schmank, man kann es so schleifen, dass man sie rasieren kann. Muss es nicht unbedingt haben, weil ich brauche einfach eine Gebrauchsschärfe, wie man so schon sagt, für draußen zum Holzmacher. Wenn ich hier ein bisschen Holz ist, muss ich mal schauen, was ich da unten finde. Genau, ein bisschen was Längeres da habe. Dann nehme ich jetzt einfach mal das hier. Das ist jetzt so mein Buschbox-Holz, was ich unten sammelt. Also man sagt, man kann hier wirklich auch ohne große Probleme schöne Fässersticks runterziehen. Geht im Wald draußen nachschienen. Also ihr habt es jetzt gesehen, man kann damit wunderbar arbeiten. Ich mag jetzt nicht das perfekte Vorführvideo machen, sondern es geht einfach wirklich rein um meinen Eindruck, was ich habe. Und ihr wisst, ich nutze das echt, echt wirklich oft. Zum Lieferumfang gehört übrigens so eine Lederscheide. Mittlerweile, glaube ich, wird es mit einer Filzscheide ausgeliefert. Die ist ziemlich schnell kaputt, immer in dem Fall, weil wirklich das Teil so brutal scharf ist, dass man es immer schneidet. Also das ist wirklich geil, das Diktum-Werkzeug. Ich habe diese zwei von Diktum hier. Das ist wirklich gut, obwohl das auch sehr, sehr gut ist da. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Auf die gehe ich in den nächsten Videos sowieso immer wieder drauf ein. Dazu schaut euch die Axt an. Wenn ihr eine sucht und ihr merkt ein bisschen was nicht so, ja, Livestream, oder wie sagt man nicht Livestream, sondern wie sagt man denn? Mainstream, so sagt man. Mainstream-mäßig, also sprich Hulter Force, Grenz Force, wo jeder hat, sondern einfach mal ein bisschen was Außergewöhnliches, ist ein Diktum. Und da ist wirklich so ein Hingucker, jeder, wo ich hinkomme und sagt, was ist das nur für Axt, was ist denn das? Schaut jeder gleich an, arbeitet damit kurz einmal, nimmt die in die Hand und sagt, Wahnsinn, echt. Ich kenne keinen Ansinger, der anders reagiert hat, ohne Schmarrn, außer er ist ein, ja, ein Volldepp und kennt sich mit Werkzeug überhaupt nicht aus. Der sagt natürlich, oh Gott, wie schaut denn die aus?
habe ich auch schon gehört, der ist ja nicht einmal vollendet quasi, das ist ein stümperhaftes Werkzeug. Der hat überhaupt keine Ahnung von der Materie. Genau, dann sind wir jetzt hier durch, dass das Video nicht allzu lang wird. Also die Axt Kindzeich, vertraut mir, 110% kaufen, ohne dass enttäuscht wird. Wenn sie enttäuscht wird, dann schreibt mir es, dann soll ich euch. War aber nur Scherz jetzt, gell? Aber kann ich mir nicht vorstellen. Also das ist wirklich geil. Ja, so, dann sind wir jetzt hier durch mit unseren Bushman Axt. Werkzeug kommt in nächster Zeit ein Haufen noch, ganz klar. Gerade in die Wintermonate schauen wir uns das alles ein bisschen noch genauer an. Und jetzt hat die sagen, packel die, dann geht es bei mir weiter. Bin ja dann über eine Woche jetzt dann im Ausland unterwegs. Da filme ich nicht mit. Da gibt es bloß ja, Stories auf Instagram. Ihr wisst, normalerweise soll es als YouTuber alles mitfilmen, wie es andere YouTuber machen. Die filmen alles mit. Aber das mag ich einfach nicht. Ich habe einfach Bock, dass ich einfach auch allein was mache und da gelangt ja auch eine kleine Insta-Story. Nur, dass ihr es wisst, dann schaut es da rein. Freut mich immer, wenn es mehr werden, immer mehr. Und richtig cool. Genau, und sonst, was gibt es noch? Ihr seht es ja hier, mein Arm wird nicht besser. Seit einem Jahr, jetzt im Juli wird es ein Jahr, kriegt diese Scheiß, diesen Tennisarm nicht los. Wird es wieder schlimmer. Vielleicht hat irgendwann einen Tipp für mich, keine Ahnung. Also es wird einfach, umso stärker, dass ich mein Training intensiviere, umso beschissener wird es. Ist einfach wirklich nur zum Kotzen. Kriegt das nicht weiter. Aber schöne Bandagen, ja? Schön in rosa, dass Leute was zum Schauen haben. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns auf dem Hauptkanal wieder. Kommt auch ein voller geiles Video die Woche. Und nächste Woche kommt dann ein Übernachtungsvideo vom Angeln. Wenn alles klappt, dann mache ich da auch noch gleich ein schönes Video. Und dann sagt der Weitler jetzt Servus, danke fürs Zuschauen und für eure Unterstützung. Viel Spaß draußen. Pfiat euch.